wake up when the sun comes down and the light falls on my head. Hallo, wir haben jetzt schon Juni. Draußen ist wunderschönes Wetter und wie ihr seht, habe ich mich deswegen auch schon hier recht sommerlich gekleidet. Ich bin allerdings noch so ein klitzekleines bisschen weiß, also ich muss unbedingt die nächsten Tage gucken, dass ich so ein bisschen in die Sonne komme. Das werde ich aber auch wirklich tun und ich freue mich schon total darauf, weil ich so lange auf die Sonne gewartet habe oder auf den Sommer, wie wir alle wahrscheinlich. Und jetzt ist endlich schönes Wetter und ich bin so gut drauf deswegen. Ja, und genau, was wollte ich heute noch machen? Ich wollte euch heute meine Mai-Favoriten zeigen und wer das Format bei mir nicht kennt, ich werde euch nicht nur meine Beauty-Favoriten zeigen, sondern auch Lifestyle, also was ich gegessen habe, was ich getragen habe, alles mögliche. Also das werdet ihr ja dann auch sehen. Also bei mir ist es nicht nur kurz Beauty-Zeugs in die Kamera halten und fertig, sondern bei mir ist es eigentlich alles auf einmal und dann erzähle ich euch noch was so im Mai so bei mir war, wie ich den Monat empfunden habe, was da los war oder halt, was es eben für Themen gab. Also je nachdem, also das ist jetzt nicht nur auf dieses Video bezogen, sondern allgemein eben einfach, was es bei mir dann so Neues gibt und womit fangen wir an. Genau, ich wollte euch ein kurzes Update geben zu meinem Verzicht auf Puder und Foundation. Es ist bei mir jetzt schon der zweite Monat und ich habe es durchgehalten, außer heute, da habe ich ein Puder drauf, das ich ausprobieren wollte. Ich habe ein Puder zugeschickt bekommen und das, was da drauf stand, hat mich sehr interessiert und ich wollte unbedingt testen, ob es auch wirklich so ist und deswegen habe ich das jetzt heute mal ausprobiert, womit wir auch gleich schon bei dem Thema des Monats Mai wären, meiner Meinung nach, und zwar Thema Transparenz. Das ist so ein bisschen bei Twitter verfolgt oder auch bei anderen YouTubern. Bei mir persönlich war das jetzt nie so, dass es in den Kommentaren stand, ich wäre nicht transparent oder unehrlich und so weiter, deswegen gehe ich davon aus, dass einige oder die meisten meiner Zuschauer das Vertrauen haben, wenn sie meine Videos gucken. Also ihr müsst ja auch wirklich nur in die Infobox schauen, da steht auch immer drin. Also falls ich mal wirklich ein gesponsertes Video habe, dann steht es bei mir grundsätzlich unten in der Infobox. Also auch bei Produkten, die ich zugeschickt bekomme. Ich schreibe das wirklich immer in die Infobox, sofern ich es nicht vergesse. Ich habe das zum Beispiel die letzten paar Monate immer mal wieder vergessen, aber das ist dann einfach so, dass es menschlich ist und wenn ihr denkt, hat die den Artikel jetzt gekauft oder nicht oder wie ist es jetzt, dann dürft ihr mich das fragen. Also ihr dürft mir gerne einen Kommentar schreiben. Ich denke, ihr werdet auch bemerkt haben, dass ich auf die meisten Fragen eingehe. Klar kann man mal was übersehen, aber ich bin wirklich bemüht, euch zu antworten und tue das auch. Und jetzt auch gerade nochmal zu den zugeschickten Sachen. Ich würde euch nie Sachen in die Kamera halten, die ich schlecht finde. Also sowas mache ich von vornherein nicht, das gibt es bei mir nicht. Es kann immer mal sein, dass das vielleicht YouTuber machen, weil sie sich freuen, dass sie was zugeschickt bekommen haben und dass sie eben wieder irgendwas zugeschickt bekommen, aber ich denke, das ist im Regelfall nicht so. Also ich kann jetzt nur von mir reden, ich bekomme wirklich so viel Sachen zugeschickt und ich selektiere da auch wirklich aus. Also ich will nicht irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Sachen zugeschickt bekommen, egal wie die sind und mich dann freuen und dann den Firmen sozusagen auf Deutsch gesagt in den Arsch kriegen, in den Arsch kriechen, dass ich noch mehr bekomme. Also so ist es überhaupt nicht. Ich selektiere da aus und gucke, gefallen mir die Produkte und wenn nicht, dann gefallen sie mir eben nicht und da bin ich auch frei oder ich darf das natürlich auch sagen und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte noch nie etwas mit einem Unternehmen, also dass die zu mir gesagt haben, sag bitte das und das und das. Also dass ich eben, keine Ahnung, irgendwelche Vorgaben habe. Meistens läuft es so ab, ich bekomme einfach Sachen zugeschickt, weil die eben meine Adresse haben und keine Ahnung, da steht nicht dabei, hallo Anka, sag bitte das und das und das. So ist es nicht. Also ich bekomme die einfach zugeschickt und es ist ja, keine Ahnung, meine Sache, ob ich das testen will oder nicht und so handhabe ich das auch. Sponsoring ist ja zum Beispiel, wenn ich ein Produkt hier habe, das ich euch zeige und ich bekomme dann Geld dafür. Aber ich bekomme meistens die Produkte nur umsonst und kein Geld dafür. Und wenn mir ein Produkt eben ganz besonders gut gefällt, dann zeige ich das eben einfach auch. Sollte mal ein gesponsertes Video von mir kommen, dann werde ich das natürlich auch unten in die Infobox schreiben. Das ist vollkommen klar, das macht man im Fernsehen auch nicht anders. Man kennzeichnet zum Beispiel Product Placement oder Werbung im Allgemeinen, das wird alles immer vermerkt und ich finde, so sollte man das auch bei YouTube machen. Also ich mache das, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wer von den anderen Mädels das macht oder nicht, aber ich mache das und ja, ich dachte, ich musste das jetzt einfach nochmal klarstellen. Dann kommen wir auch schon zu meinen Favoriten und zwar habe ich mich geschminkt diesen Monat mit diesem Blush hier von L'Oréal Paris aus der Nude Magique Reihe, das sogenannte BB Blush und ich werde euch die ganzen Namen auch wieder unten in die Infobox verlinken.
dass ihr das alles habt, falls es euch interessiert. Das ist wieder, wie ich ja schon gesagt habe, ein BB-Blush, ein flüssiges Blush und das ist ganz interessant. Also ich zeige euch das mal, es ist nämlich eher transparent eigentlich. Wow. Ich komme mal näher. Und zwar ist hier, seht ihr ja, das ist ziemlich transparent und wenn ich das jetzt hier verstreiche, dann ist es ein schönes, zartes Rosa und ich trage das eigentlich immer sehr gerne. Also ich mag allgemein flüssig Blushes sehr gerne, weil ich die mal sehr gut schichten kann und ja, ich mache das immer so, ich gebe mir hier so einen kleinen Glex, wie ihr es gerade gesehen habt, auf meine Hand. Dann tippe ich da mit dem Pinsel ein bisschen rein und verstreiche das dann erstmal hier und gebe es dann drauf. Und da kann es dann eben auch nicht passieren, dass man dann, keine Ahnung, solche knallroten Wangen hat. Also es kann schon passieren, mir passiert das auch des Öfteren, aber eher seltener würde ich sagen. Zumindest fällt es mir nicht auf. Und das habe ich ja schon gesagt, sehr, sehr gerne benutzt. Das habe ich übrigens bei diesem Event in Köln von L'Oréal Paris, wo ich eine Zuschauerin von mir mitnehmen durfte, mitgehen lassen. Was heißt mitgehen lassen? Wir durften die Sachen natürlich mitnehmen, aber ja, das habe ich eben von da. Und einige von euch haben scheinbar das Follow Me Around zu diesem Event noch nicht gesehen. Also ich hatte das auch im Video-May irgendwann mal online gestellt. Also ich verlinke es euch auch nochmal hier. Weil ich glaube, das ist dadurch, dass im Video-May eben so viele Videos kamen, so ein bisschen untergegangen. Und ja, es ist eben so ein bisschen so ein Follow Me Around. Und ja, die gucke ich eigentlich selber immer ganz gerne. Und ich wurde von ein paar Leuten gefragt, ob es denn da kein Follow Me Around dazu gibt, aber es gibt eins dazu, deswegen ja, ist es mal verlinkt. Und für diejenigen, die mit dem Handy oder Smartphone, iPad, keine Ahnung, online sind und nicht drauflegen können, ich verlinke die Links natürlich auch in der Infobox unten, sofern ich es nicht vergesse. Jetzt bin ich hier gerade mit dem Blush vollgespürt, ein bisschen zu viel, aber naja. Muss ich halt aufpassen, dass ich nirgends dran komme jetzt. So, lackiert habe ich diesen Monat, das habt ihr auch in einem Video von mir gesehen, in meinem Sommer-Nagellack-Video. Und zwar von Annie Indian Sun. Das ist ein richtig knalliges Gelb, aber auch richtig schön deckend. Also das sieht nicht wie bei den meisten gelben Nagellacken aus wie Nagelpilz oder so, sondern es ist wirklich ein richtig kräftiges, sommerliches, knalliges Gelb. Und also von der Konsistenz oder von der Textur ist es wirklich super. Ich glaube, ich habe immer zwei Schichten drauf und da ist es wirklich richtig deckend. Und also ich zeige es euch auch nochmal so ein bisschen von näher. Die Farbe ist wirklich, oh Gott, ich liebe diesen Nagellack. Hat für meine Verhältnisse eigentlich auch immer ziemlich lang auf den Nägeln gehalten. Ich glaube 5 Tage, das ist bei mir immer so das Maximum. Hat es schon gehalten und super empfehlenswert. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt gerade, also da sind jetzt 15 Milliliter drin. Das ist eigentlich relativ viel, aber halt dafür kostet es dann halt 9,95. Und ja, muss man sich halt überlegen. Ich finde halt auch, das ist so eine Menge, die kriegt man halt auch kaum leer. Und ich weiß auch, ich finde es immer nicht so gut. Deswegen gibt es hier nochmal von Annie etwas kleinere Fläschchen. Aber es ist somit nur so eine bestimmte Serie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Und zwar ist es hier von Annie natürlich die Farbe 615 Pink Oasis. Das ist ein Sandlack. Das sieht man jetzt hier nicht. Also hier sieht man nur die Farbe. Und da sind jetzt 6 Milliliter drin, also dann doch sehr viel weniger. Ich glaube, das kostet 4,95. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist natürlich auch für die Menge recht teuer, aber das Gute ist, man kriegt den Nagellack auch irgendwann leer. Also ich weiß nicht, wie ihr das so macht. Kauft ihr Nagellacke automatisch, wenn mehr drin ist oder eher, wenn weniger drin ist? Also ich kaufe immer eher Nagellacke, wenn weniger drin ist, weil ich will die halt auch irgendwann mal leer kriegen. Was bringt es mir, wenn ich einen Nagellack 3 Jahre lang habe und der wird dann schlecht und ich habe den nicht mal zur Hälfte leer. Also ich finde es irgendwie total kontraproduktiv. Ich verstehe auch die Unternehmen da nicht so ganz, weil das bringt ja dann denen auch nicht viel, wenn die Nagellacke nicht leer gehen. Das war ganz interessant, fällt mir jetzt auch gerade ein unter meinem Spar-Update-Video, also das letzte Video von mir. Da war ja ein Tipp von einer Zuschauerin, dass man sich zum Beispiel erst einen neuen Nagellack kauft, wenn man einen alten leer hat. Und dann hat eine Zuschauerin drunter geschrieben, dass sie Nagellacke grundsätzlich nicht leer bekommt. Also die gehen bei ihr nicht leer. Und ja, das fand ich ganz witzig, weil hier mit diesem Ding hier gehen Nagellacke dann doch schneller leer. Also das geht relativ schneller. Da habe ich jetzt auch schon die Hälfte weg. Aber ich habe es auch wirklich fast den ganzen Mai lang benutzt. Und ich sagte ja, es ist ein Sandlack. Und zwar, wenn man den aufträgt,
hat es so eine grieselige Konsistenz. Ich habe erst gar nicht gewusst, dass es ein Sandlack ist. Also ich habe das halt aufgesagt und dachte, hä, stimmt da irgendwas nicht? Das ist ja voll komisch, was ist das? Und dann habe ich gegoogelt und da hat sich dann halt rausgestellt, es ist ein Sandlack. Also ich wusste das nicht, weil ich habe den auch von Annie zugeschickt bekommen und habe den halt einfach mal eines Tages aufgetragen und dachte dann, hä? Und ich muss sagen, am Anfang fand ich es sehr gewöhnungsbedürftig. Es sah irgendwie seltsam aus, aber so nach einem Tag hatte ich mich dran gewöhnt und dann habe ich diese Konsistenz, dieses Sandige eigentlich total geliebt. Also ich fand, das ist mal was anderes gewesen, hat mir sehr gut gefallen und habe ich, wie gesagt, auch immer, immer getragen. Und ja, mir gefällt auch die Farbe super gut und ich liebe den. Getragen habe ich diesen Monat komischerweise, also für mich komischerweise, eine Jeans-Shorts, weil ich trage Jeans-Shorts normalerweise nicht, wenn es kalt ist, weil ich mag die Kombi schwarze Strumpfhose und Jeans-Shorts nicht so gern, aber ich habe so festgestellt, dass wenn die Strumpfhose sehr, sehr transparent ist, also das war eine ganz transparente schwarze Strumpfhose, ich glaube das transparenteste, was es so gab. Und das habe ich dazu getragen und das sah jetzt eigentlich ziemlich cool aus, fand ich. Und ist eben auch mit dieser Shorts, die hat eben diesen super coolen Verlauf und ist unten so ein bisschen zerrissen und auch hier. Und fand ich super cool und lässig, diese Shorts. Also finde ich natürlich auch noch nach wie vor. Und ich werde die im Sommer auch immer tragen wahrscheinlich. Die hatte ich ja bei Bershka in Köln gekauft und die ist so toll, die Shorts. Und sitzt so richtig schön locker, wie es sein soll. Und die habe ich sehr oft getragen. Ja. Dann habe ich noch einen Pulli, den ihr ebenfalls kennen müsstet, aus einem Video getragen, aus meinem letzten Outfit-Video. Und zwar ist es der hier von Adidas Neo. Das ist eher so ein Pulli-Kleid. Also ich habe das immer als Kleid getragen. Fällt übrigens sehr, sehr groß aus. Also ich habe sogar eine Nummer kleiner. Also das soll ja so ein Schlabber-Pulli sein, aber ich habe sogar nur mal kleiner nehmen müssen, als ich wirklich habe, also weil er eben wirklich sehr groß ausfällt. Ja, der eben auch so ein Farbwechsel hier, also hier einmal von diesem Babyrosa zu Grau und also mir gefällt es total, diese Kombi, also diese Farbwahl finde ich richtig schön und wie ihr auch in meinem Outfit-Video gesehen habt, habe ich den auch einfach immer zu einer Strumpfhose getragen und zu sportlichen Schuhen und es war richtig schön kuschelig, was ja auch bei dem Wetter, ja, ich weiß nicht, das war so die Kombi, die ich sehr oft getragen habe, als einfach so kalt war und ungemütlich und da habe ich einfach mich so ein bisschen einkuscheln wollen und das war ja mit diesem Pulli mehr als möglich, weil der ist echt super bequem und ja, den mochte ich sehr, wobei ich ja jetzt trotzdem hoffe, dass ich ihn langsam mal in meinen Schrank packen kann und ich Sommerklamotten auspacken kann. Also ja, so leid es mir für den tut, aber ich brauche jetzt endlich ja Sonne, Wärme und keinen Pulli mehr. Gegessen habe ich im Mai dieses Dinkel Crunchy in der Geschmacksrichtung Waldbeere. So sieht das aus. Also das ist wie so Knuspermüsli. Es ist Knuspermüsli und voller Zucker, also eine Mega-Zuckerbombe. Aber es schmeckt einfach so verdammt gut und es ist wie eine Sucht. Also ich kaufe das auch immer nach und ich esse es immer zusammen mit Joghurt und ich liebe das. Es ist so lecker. Oh. Gelesen habe ich im Mai von Tess Gerritsen einen neuen Thriller, also der kam ganz frisch raus und zwar Abendruh. Den fand ich wirklich sehr spannend. Also ich finde die Bücher von Tess Gerritsen ja immer super spannend. Also wer das nicht kennt oder wem das gerade nichts sagt, da gibt es auch eine Serie dazu bei Vox, dieses Rizzoli and Isles. Also das ist von diesem Buch hier. Und also ich lese wirklich, also ich habe jetzt jeden Teil bisher gelesen. Das hier ist jetzt gerade das Neueste. Ist wirklich immer super spannend zu lesen. Ich habe das immer so in der Bahn gelesen und ja. Spannung pur. Am Ende fand ich dann, war es ein bisschen übertrieben. Also ich weiß nicht. Ja, ich will jetzt nicht so viel von wegnehmen. Also ich will auch nicht jetzt wirklich beschreiben, um was es in dem Buch geht. Es ist einfach ein Thriller und es geht ziemlich heiß her und ja, fand ich sehr gut. Nur so am Ende, die Story war dann so ein bisschen, fand ich zu viel des Guten. Aber das ist ja oft bei so Büchern der Fall. Geschaut habe ich im Mai eine Serie oder habe ich halt angefangen, die Heart of Dixie heißt. Da gibt es in den USA schon 2 Staffeln, glaube ich. Hier in Deutschland wird, glaube ich, seit April die erste Staffel ausgestrahlt auf Six. Ja, da spielt eben Rachel Bilson mit. Also die kennen wahrscheinlich alle noch von OC California, da hat die mitgespielt. Und jetzt hat sie ihre eigene Serie sozusagen mit Heart of Dixie. Und da spielt sie eben die Zoe Hart. Und ja, das ist eine Ärztin, also sie will Chirurgin werden, wie eben ihr Vater. Also der ist ein ganz bekannter, großer Chirurg. Und
Bei ihr ist aber das Problem, dass sie so das Zwischenmenschliche auslässt. Also sie kann nicht so gut Gefühle zeigen und das sollte ein Arzt ja auch können. Und deswegen wird sie in eine Einöde geschickt. Ich glaube, in eine Kleinstadt nach Alabama, glaube ich. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist es so ein kleines, typisch amerikanisches Städtchen namens Bluebell. Und ja, da hat sie es am Anfang nicht leicht, weil sie ist, das habe ich davor noch vergessen zu sagen, sie kommt aus der Stadt, aus New York, also aus der Großstadt und ist jetzt so ein kleines Städtchen. Und da, die Leute sind da einfach ganz anders, viel familiärer. Und ja, sie hat es da am Anfang schwer, wird auch nicht sofort akzeptiert. Und da ist eben schon auch ein Arzt in dieser Stadt und das ist der Brick. Und dessen Tochter ist die Lemon, ist halt dann später die Erzfeindin von der Zoe. Und der Brick, der will natürlich so seine Praxis für sich allein haben. Also der will das nicht teilen und ja, kommt ziemlich so böse rüber am Anfang. Aber es kommt so dann im Lauf der Staffel raus, dass es eigentlich wirklich ein herzensguter Mensch ist und total lieb. Und also ich mag den Charakter eigentlich sehr gern. Und dann gibt es eben noch zwei weitere Charaktere, nämlich den George, das ist der Verlobte von der Lemon und den Wade. Und der George und der Wade, die haben beide so ein bisschen ihr Herz an Zoe verloren und ist dann natürlich dann auch noch so eine Sache, weil der George ist ja eigentlich verlobt und ja, eben sowas. Und ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen. Also, als ich den Trailer zu dieser Serie gesehen habe, habe ich sie erst nicht angeguckt. Also, ich glaube, ich kenne die Serie ungefähr ein halbes Jahr. Also, mich hat es vom Trailer her nicht überzeugt. Es war so ein bisschen, ja, eben nicht so ganz meins, aber also dann habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben und ich finde, das hat so ein bisschen den Charme von Gilmore Girls, wobei ich Heart of Dixie eigentlich wirklich noch besser finde. Also es hat auf jeden Fall, ist eine Serie, die viel Charme hat und ja, ich habe jetzt gerade mal die erste Staffel durch und ich will auch jetzt gleich wieder mit der zweiten Staffel anfangen und eine wirklich sehr empfehlenswerte Serie, also müsst ihr euch angucken. Unbedingt. Und ja, dann war es das auch schon mit meinen Favoriten und dann freue ich mich auf euch beim nächsten Video am Sonntag. Macht's gut!